begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge vom American Truck Simulator. Wir sind ja in der letzten Folge hier oben in Tonopah angekommen und werden jetzt mal gucken, was wir als nächstes so Feines fahren werden. Ich würde gerne was Neues erkunden. Las Vegas, nein, das ist mir zu doof. Können wir irgendwo in eine neue Stadt? Nach Reno, das ist mir etwas zu weit. Können wir vielleicht nach Huron irgendwie irgendwo? Oder nach... nach Prim, waren wir schon. Los Angeles, bliblablub. Las Vegas, nein. Bei, das wäre noch möglich. Was ist das? Computer, muss ich mir mal merken. Gibt es hier nichts in diese kleinen Städtchen hier, Huron oder ähnliches? Wieso denn nicht? Nach Elko? Oder nach Ellie? Santa Cruz waren wir schon, Sacramento waren wir noch nicht. Aber dafür kriegen wir also so gar nichts. Ich glaube, ich nehme den Computer-Ding. Den Computer. Auftrag an. Von Las Vegas nach Carson City. Wir fahren von Las Vegas nach Carson City jetzt. Schöne Computer. Warum nicht? Jetzt auch mal. Wieder mit einem Kenworth. Ich glaube, ich muss demnächst auch mal wieder mit dem Peterbilt fahren. Oh, wir haben sogar so einen ganz kleinen süßen. Ist er nicht niedlich? Ja. So. Schwuppdiwupp. Danke fürs... Hä? Muss ich hier nicht raus? Danke fürs in die Irre führen. Die hat mich ganz dezent in die Irre geführt gerade. Dass ich da vorne raus muss, hätte ich jetzt nicht sofort erwartet. Das war jetzt nicht meine Intention, als ich das gesehen habe. So, wir können gleich hier weiter eingedreht lassen. Wollte ich schon sagen, eingeschlagen lassen. Das Lenkrad. So, jetzt scheint gerade die grüne Welle durch zu sein. Sind wir jetzt an der Reihe. So. 30 Meilen pro Stunde, das passt. Aber auch nur, wenn die Ampeln grün wären. Ach, er fährt auch einfach noch bei Rot. Warum nicht? Kann man mal machen. Sollte man nicht, nur nicht zu oft tun. Ah, das sieht jetzt hier echt cool aus. Ein LKW nach dem nächsten. Und alles die schönen alten Kenworth-Exemplare. Ich wollte gerade sagen, wieso ist der so lahm, aber der will abbiegen. Wobei doch nicht. Der hat einfach nur eine langsamere Beschleunigung als ich. In Hoffnung, die Ampel wird in kürzerer Zeit grün. So, da wir schneller sind als der LKW nebenan, bin ich jetzt mal ganz fies und überhole den einfach. Ach, schade. Schade. Ich halte mal einen geringfügigen Abstand zu den da vorne. So. Jetzt fahre ich wieder auf meine eigene Spur, ehe der noch abbiegen will. Am Ende. Na, will er nicht, aber trotzdem ist es sicherer. Und so bin ich auch noch ein Stück schneller unterwegs, gleich ein Stück weiter vorne. Mensch, wie sind denn hier die Ampeln geschaltet? Das geht ja gar nicht. So absolut nicht für mich, dass man absolut überhaupt nicht durchkommt. Wie fahren wir denn überhaupt? Lass mal sehen. Wir fahren die 95 hoch und dann die 395 bei Chopin in die andere Richtung. Aber wir wollen hier lang, weil da ist was Neues. Das ist eine Arbeitsagentur, könnte man fast sagen.
Also könnte man nicht nur fast sagen, das wird so sein. So, wir waren zum Glück noch so ein bisschen in der Fahrt. So, schwuppdiwupp. Hier sind wir ein bisschen voranbeschleunigen. Die Ampel da vorne ist gerade grün geworden, da kann ich jetzt auch schön weiterfahren mit meinen 30 Meilen pro Stunde. Jetzt passt das wieder einigermaßen. Dim, 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 dim. Ach ja, schön. Ein Skaterpark mit Skaten sogar. Ist ja cool. Sind sogar Leute. Ist nicht nur der Skaterpark ohne Skater, sondern mit Skatern. Haben wir hier hinten eigentlich auch so? Ja, wir haben ein tolles Fenster. Und können sozusagen auf unseren Anhänger schauen, der so riesig ist, wie wir sehen. So. Ich würde gerne einmal hier rüberfahren, auf deine Spur, bitte, danke. Da es hier nämlich etwas enger wird, ist das nicht so angenehm. Ach, hier haben wir noch die Rest Area und die Casino-Stadt Las Vegas. Verlassen wir jetzt und fahren in Richtung... Ich hab's schon wieder vergessen, wie es heißt. Fahr doch. Dankeschön fürs Ausbremsen. So, du wartest aber hier, Monsieur. So, wir schaffen es direkt nach ihm drauf zu fahren. Ohne großartige LKW hinter uns auszubremsen. Das ging doch eigentlich ganz gut vonstatten. Jetzt muss ich nur noch dafür sorgen, dass ich mal ein bisschen auf Tempo komme. Weil hier ist, hier wir sehen auch wieder 80. Oder sind 80 Meilen pro Stunde erlaubt? So, danke fürs Spurwechseln. Jetzt bin ich nämlich der, der dich überholt. Haha. Auch wenn es nicht schnell ist, aber ich überhole ihn. Haben wir den lieben alten Kenworth. Das war etwas sehr wackelig, die Fahrt gerade. Das tut mir auch sehr leid. Aber... naja, passiert mal. 1, 2, 3. 80 sind wieder erlaubt. Ich habe mich langsam gewöhnt, wenn die coolen Schilder stehen, das ist immer Geschwindigkeitsänderung. Langsam habe ich es drauf. Oh, was ist... kannst du mir merken. So, überholen wir etwa jetzt gleich noch das Auto hier vor uns, weil es so langsam fährt. Will das etwa gar keine 80 Meilen pro Stunde fahren? Oder Miles per Hour? Wie man das auch immer sagen will. So, es ist eh nicht hinter uns, das kann ich auch schon rausfahren. Da kann ich auch schon rausfahren und die Spur wechseln. Doch, wir ziehen hier als Truck an allen Autos vorbei. Und an anderen Trucks. Wobei der hier gar nicht mal so schlecht aussieht. Weißer Anhänger, rote Zugmaschine vorne dran, passt. So. Ah, hier ist die Tankstelle, wo wir in der letzten Aufnahme wieder gestartet sind. Beziehungsweise in Folge 12 pausiert hatten. Oh, hier wird's eng. Hier ist auch nur noch 70 und du fährst nicht schnell und klaust mir meine ganze Geschwindigkeit. Vielen Dank. Einmal schön anhupen. Na prima. Das Schöne ist, wir können da nicht mehr überholen. Ach je, wären wir vor dem LKW, dann hätten wir das Problem gar nicht, da ist nämlich freie Fahrt.
Spiel nicht einfach hier auch überholen können, auch überholen dürfen auf diesen Straßen. Das finde ich jetzt ein bisschen doof. Aber was mir auffällt, wir fahren jetzt schon wieder die gleiche Strecke wie vorhin. So, hier ist gerade mal offen. Da kann ich ja kurz mal rausfahren. Hat ja niemand mitgekriegt. Das hat ja niemand mitgekriegt. Ich habe den doch gar nicht berührt, Mann. Ich wollte so schön da durchschlängeln. Und dann bremst dieser Mensch noch so stark ab. Habe ich wenigstens... Ja, ich habe keinen Schaden. Okay. Naja. Passiert. Ich finde es immer nur nervig, wenn die hier schon 70 sind, dann sollen die auch bitte 70 fahren. Und nicht hier mit 50 Meilen oder so langgurken. Da hat keiner was von. Oh, wir sind ja schon in Chopin. Wir sind ja schon da. Das ging jetzt schnell. Das ging jetzt wirklich schnell. Ist ja okay. Ach, ich liebe es. Jetzt fahrt doch, wenn grün ist. Wenn der sich mal ausgeklost hätte da vorne, der liebe LKW, hätten wir es durchaus auch noch schaffen können. Aber ja, da er der Meile war, hier mit 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meilen nur lang zu gurken, ist das logisch, dass das nichts wird. Naja, wir wollen uns ja nicht zu sehr aufregen. Ist ja immerhin auch nur ein LKW. Ganz netter. Ich fahre hier mal so rum, den kleinen Schlenker. Ich will mir nämlich mal angucken, wie hier die Werkstätten aussehen, ob die groß unterschiedlich sind. Nö. Sind eigentlich gar nicht mal so unterschiedlich. So, den von ETS. So, den kleinen. Also zumindest, es gibt auch welche, die anders sind. So. Schwuppdiwupp. Warte mal, nee, wir mussten. Ja, wir mussten in die andere Richtung. Dann machen wir jetzt hier mal Trick 17. Ja, komm. So, Trick 17 mit Anschleichen. Jetzt fahr. Fahr doch. Ich blockiere doch gar nicht mehr deine Spur. Jetzt klappt mein Trick 17 nicht mehr, Mann. Du bist doch ein doofer. Doofer Bus. Leute auf der Kreuzung wenden. Manu. Muss ich hier die Kurve fahren? Nett. Echt nett von dir. So, sind wir wieder richtig. Jetzt sind wir wieder richtig hier. Ja. Das war jetzt so eine Aktion, wie ich machen würde. Einfach fahren, nach dem Motto, der wird schon bremsen. Das muss ich hier zwar jetzt auch wieder machen, so ein bisschen Kamikaze fahren, aber... Der will abbiegen, will der abbiegen, der will abbiegen. So, passt doch. Brauche ich gar nicht so sehr Kamikaze fahren, nur so zur Hälfte. Hier sind wieder 80 Meilen erlaubt, heißt wir dürfen wieder schnell fahren. Also gib Gummi, lieber LKW. Du hast die Erlaubnis, schnell zu fahren. Oh, na prima, jetzt wird sie wieder langsam, weil die jetzt wieder nicht aus dem Knick kommen.
Ach man. Können Sie es nicht zweispurig lassen? Das ist doch viel angenehmer für alle Beteiligten. Weil hier hat sie mich jetzt wunderbar ausgebremst, dieser nette Fahrer hier vorne. Aber richtig schön ausgebremst hat er mich.